Hey, hey! Boah, das hätte aber schief gehen können, ne? Hast du das gesehen? Ja, hab ich. Oh, war das nicht super? Super, dass du dir nichts gebrochen hast. Ja. Das war super. Das hätte echt schief gehen können, wenn das jetzt hier nicht tief genug wäre. Ich dachte jetzt, ich habe das nicht gesehen, dass es hier tief genug ist. Ich hätte mich das nicht getraut. Verrückte! Oh, wie cool. Kann ich das nochmal machen? Das muss... Ich muss nochmal... Oh Mann. Jemals in unbekannte Gewässer springen. Richtig. Das kann sowas von schief gehen. Wyoming Museum für Naturkunde und Geschichte. Wie hast du diesen Laden entdeckt? Maria. Sie hat mir davon erzählt. Ich dachte mir, dass das was für dich ist. Richtig gedacht. Was ist das? Ein Buch? Ein Dinosaurierbuch. Nicht ein Flyer? Schon gut. Niemals sind wir jetzt in so einem Museum. Wie geil ist das denn? Das ist ja mal richtig cool. Einfach mal jetzt so random in die Vergangenheit. Was ist in der letzten Stunde passiert? Nicht viel, wir sind jetzt im Theater rumgelaufen. Also ist wirklich nicht viel passiert, Ben. Nur im Theater rumgelaufen, da war jetzt nicht wirklich viel los. Wir sind jetzt gerade, das ist eine Vergangenheitsszene hier. Also wir sind noch im Theater, aber jetzt sind wir mit Ellie in 3 Jahre zurückgereist, also in die Vergangenheit. Erinnerungsgedöns. Finde ich voll cool. Hallo, tut mir leid, die Dinosaurier sind beschäftigt. Was machst du da? Oh, Moment, jetzt. Ein Dinosaurier ist hier. So, ist für dich. Sehr witzig. Oh, wow. Kapiert? Boah, die Distin aber ordentlich. Ein Dinosaurier ist hier, weil er alt ist. Wow. Die disst den aber ordentlich. Ellie ist so ein freches. Oh Mann, ey. Der Spruch ist echt gut. Das muss ich mir merken. Wow, hat der aber Krallen. Das ist ein Velociraptor. Hm. Eigentlich ist es ein Deinonychus. Die liest wie ich. Das sind bestimmt Velociraptoren. Ja, zumindest hießen die so in diesem Film damals. Hm. Aha, welcher Film denn? Ich glaube, ich weiß die Anspielung. Oh, ein Hut. Oh Mann. Willst du mal? Will ich nicht. Okay, Keks. Dein Pech. Indiana Ellie. Wer weiß es denn auch nicht? Weiß ich nicht. Es gibt bestimmt welche, die das nicht interessiert, aber ich mochte die Filme sehr. In einem sehr alten Film, so wie er. Ja, da kann man viele Witze drüber reißen, ne? Willst du nicht den Hut? Das würde Joel echt gut stehen, den Hut.
Die Filme waren super, aber der erste war der beste. Oh ja, den fand ich auch am besten. Compsognathus. Puh, großer Name für die Zwerge. Ja, die griffen als Schwarm an. Hm. Weißt du das auch aus einem Film? Tatsächlich ja. Aus einem anderen. Nämlich dem zweiten Teil. War aber nicht gut. Wie cool. Wie cool. Der hat es gerade noch voll auf den Punkt gebracht. Ach, der zweite war nicht so. Stegosaurus. Joe, guck. Das ist ein Hut auf einem Saurier. Das ist ein Hutosaurier. Oh, nee. Ellie. Kannst du nicht bringen, ein Hutosaurier. Gott. Oh, Triceratops, die fand ich immer cool. Ist das jetzt ein neuer Trend? Ja. Das ist kein Trend sein. Hey, ich will meinen Hut wieder haben. Ich hab das nicht gemacht mit dem Hut, nicht? Hey, Joel. Ellie? Hm. Oh ja! Und du nimmst ihn ab. Mein Geburtstag. Meine Regeln. Ja. Steht dir gut. Oh, wie cool. Ich kann den... Ich hab doch gesagt, es steht ihm. Indiana Joel. Nice. Wow, das Hirn von dem hier war so groß wie eine Walnuss. Das gibt's ja nicht. Da habt ihr beide ja etwas gemeinsam. Boah. Nicht schlecht. Boah! Alter! 3-2. Die betteln sich hier. Alter. Boah! Die haben sich aber lieb. Wenigstens einer, den ich kenne. Haben die sich lieb, ey. Triceratops heißt Dreihorngesicht. Mit dem Horn solltest du dich lieber nicht anlegen. Ja, die dissen sich, die mögen sich aber so sehr. Das ist in Ordnung bei denen. Brachiosaurus. So, den habe ich auch schon im Museum gesehen. Voll riesig. Brachiosaurus fraß täglich knapp 300 Kilo Pflanzen. Muss der gepupst haben? Da war diese Szene, wo einer der Männer sagte, was für ein Scheißhaufen. Wie heißt der Film und wann können wir ihn ansehen? Ich sag dir was, wenn wir wieder in Jackson sind. Filmabend. Ja. Das ist ja cool. Galimimus bedeutet Hühnernachahmer. Wer denkt sich das aus? Wissenschaftler. Tja, die sind echt doof. Wissenschaftler, die sind echt doof. Okay, der sieht ja geil aus. Das Dimetrodon war ein Spitzenpredator. Was ist ein Spitzenpredator? Der allerkrasseste Predator. Hm. Dafür ist er aber klein. Warte, meinst du etwa mich? Wow, jetzt geht's ja los hier. Jetzt geht's ja los hier. Kompliziertes Wort. Ich würde jetzt sagen 3-3. Du warst schon auch ein kleiner Diss. Gegen Ellie.
Boah. Voll geil, dass man sich hier auch alles anschauen kann. Velociraptor. Joel, das ist der, von dem du erzählt hast. Der Velociraptor. Ist der klein? Filmen kann man wohl auch nicht alles glauben. Wird mal wieder Bock, in ein Museum zu gehen. Oh, ich auch. Das war das letzte Mal, wo ich im Museum war, war mit meiner Klasse damals. Ich gehe eigentlich gerne in sowas. Hätte ich voll Bock drauf. Mhm. Boah, die Köpfe werden ja immer größer. Guck mal, wie dick sein Schädel ist. Sieht irgendwie aus wie Tommy. Das werde ich ihm erzählen. Bitte nicht. Im richtigen Licht betrachtet, Peng, Tommy. Boah, jetzt ist ja sogar sein Bruder. Was ist denn jetzt los? Sag mal, Joel. Du bist gerade voll in Fahrt, ne? Wow, der sieht wie ein Vogel aus. In der Tat glaubten Paläontologen, dass Vögel von den Dinosauriern abstammten. Tja, verzeihung. Heilung, Herr Professor. Ich weiß auch das ein oder andere. Aus Filmen. Geh weiter. Ja, könnte ich mir gut vorstellen, dass er das tut. Aber ich mag das, dass sie so locker gerade sind. So, ich gucke mich erstmal in der unteren Etage um, ne? Die sind auch cool. Oh, hier gibt es auch Sammelsachen. Och, nee. Ach, nein. Was hast du da? Diese Superheldenkarten waren wohl beliebt. Ich glaube, Sarah mochte die eine Zeit lang. Oder waren es diese kleinen Viecher? Vergessen. Die Toiletten. Nein, Grimasse. Oh nee, ey. Ich habe etwas Angst gerade vor Ellie. Ellie schaut wie du. Ach, ich hau dir gleich eine. Oh, wow. Alter. Scream. Boah, das gibt ja... Wie viele verschiedene... Grimassen gibt es hier? Wie cool. Okay, das macht mir etwas Angst. Ich erinnere nur gestern an deine Synchro. Ach, nein! Nein!
Das Grinsen ist Psycho, ja. Das macht mir auch gerade ein bisschen Angst. Oh Mann. Gestern trug sie Kontaktlinsen und Taco, das war gerade 1:1 Gesicht. Wow. Ja, gestern hatte ich wirklich Kontaktlinsen. Aber was soll denn das heißen hier 1:1? Ich sehe nicht aus wie Ellie, ja? Ja gut, gestern habe ich aber auch viel Gesichtsfasching gemacht bei den Schockmomenten und so. Warst du oft in Museen? Ja. Ja, Sarah liebte Museen. Das Mädchen hat mich in jedes verdammte Museum von Texas geschleift. Sieht aus wie eine Giraffe. Ja, da hast du recht. Nice. Wirklich reizend. Sag ich doch. Oh, wie cool. Der Einschlag. So, wo geht's jetzt hin? Sterne und sowas? Yeah. Hast du das etwa gewusst? Es gefällt dir nicht. Wir können auch wieder gehen. Oh, sei bloß still. Muss bestimmt den Hut holen. Oh, wehe. Ich kletter da bestimmt nicht hoch. Okay, das ist hier auch meine Welt. Hey, Joel, kannst du alle Planeten aufzählen? Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten. Hallo? Alles klar bei dir? Kur, Vater, Venus, erklärt, Erde. Oh, okay. Verstehe. Das ist echt cool. Könnte ich jetzt stundenlang machen, ne? Das ist ja nice. Dreh schneller. Schneller geht nicht. Boah, das sieht auch nice aus, dieser Banner hier. Wenn ihr könntet, auf welchem Planeten würdet ihr gerne mal hin, wenn es die Möglichkeit geben würde? Bei mir wäre es... ich glaube, ich würde auf den Saturn wollen. Oder Neptun. Ich würde... was? Ich wette, es gibt ein Achievement, alle neuen auf eine Linie zu bringen. Ja, genau. Irgendwas, das kalt ist. Bitte fehlt nicht, weil es nur noch ein Zwergplanet ist. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Hey, Joel, rate mal, welches dir als erstes im Weltraum war. Ich brauche nicht zu raten. Es war ein Affe. Nein, Fruchtfliegen. Ja, 1947. Um die Strahleneinwirkung in großer Höhe zu testen. Sie haben es überlebt. Alle Achtung, du bist echt schlau. Danke. Sind sie zu Superfliegen mutiert? Was? Nein. Superfliegen. Wow. Erzähl noch was Interessantes. Astronauten sagen, der Mond riecht wie Schießpulver. Das ist interessant. Aber warte, wie haben
Oh, sie haben die Mondproben natürlich reingeholt. Und ich schätze später dran gerochen. Ja. Okay, was jetzt? Sag du es mir. Frag mich. Ich weiß nicht. Wer war der erste Mensch im Weltraum? Ah, leicht. Juri Gagarin. Gagarin? Ist das... Gagarin, oder? Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Hab's nur gelesen. Jedenfalls flog er am 12. April 1961 ins Weltall. Ich bin beeindruckt. Wie viele Bücher hast du darüber gelesen? Komm schon, Joel. Ist das nicht unfassbar? Erklär mir, was dir daran so gefällt. Weiß nicht. Die Leute deiner Zeit, sie hatten es leicht. Relativ betrachtet schon. Ich meine, sie mussten nicht in den Weltraum, flogen aber trotzdem. Das ist tollkühn. Tollkühn. Okay, Kleine. Hab's kapiert. Auf den Uranus? Ah ja, wow, Mirko. Auf den Mars würde ich irgendwie wollen. Die meisten sind halt Gasplaneten. Hey, wusstest du, dass die Hitzeschilde von Raumfähren aus Sand sind? Nein, ich dachte, sie wären aus dickem Gummi. Nee, Sand. Gern geschehen. Gern geschehen. Das hat sie aber sehr schnell hingekriegt und echt gut auch noch. Weißt du, wie oft wir auf den Mond waren? Zweimal. Sechsmal. Bist du sicher? Ja, ganz sicher. Mit mir wären 7. Mit ihr? Das ist echt interessant gerade. Finde ich super. Wow. Hammer. Wo ist das Lenkrad? Mondfahrzeuge haben keins. Sie haben Joysticks. Ha. Moment. Ist das der echte? Da die Echten auf dem Mond geblieben sind, eher nicht. Das ist gar nicht super. Ich spiele doch keine Videospiele, um Dinge zu lernen. Pah. Hallo Büssel. Kann ich da rein? Nicht so schnell, junge Dame. Wenn du ins Weltall willst, brauchst du einen Helm. Oh, klar. Wie dumm von mir. Nee, oder? Darf ich mir jetzt einen Helm aussuchen? Wie geil.
Das ist ja cool. Nehmen wir den hier. So cool. Wie riecht's da drin? Nach Weltall. Und Staub. Ab geht's. Nach dir. Hallo, No Name. Vorsicht. Bei mir ist alles gut, ja. Was zum Teufel? Okay. Wow. Wow. Das sind eine Menge Knöpfe. Echt abgefahren. Mann. Kannst du dir das vorstellen? Happy Birthday, Kleine. Was ist das? Das ist etwas, das richtig schwer zu finden war. Hier. Oh, Joel ist so super. Ben ist 24. Geh. Hallo, Silatio. Schließ die Augen. Du wirst es mögen. Okay. No. 30 seconds and counting. That's not before it feels good. T-minus 25 seconds. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Alter. Wie geil ist das denn? Alles okay? Willst du mich verarschen? Gern geschehen. Boah. Na, was meinst du? Sehen wir uns noch ein bisschen um? Ja, okay. Ja. Okay, Shadow macht das. Hey. Willkommen auf der Erde. Ja. Oh, wow. So, diese Erinnerung jetzt zurück. Das macht es gerade so ein bisschen so ein bitterer Beigeschmack, weil Joel ist ja jetzt nicht mehr da. Das ist schon... Das verstärkt jetzt nochmal das Gefühl. Ach, Mann.